So, willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Modern Warfare. Diesmal versuchen wir mal die neue gebuffte M13 auf Gold zu bringen. Hier haben wir schon mal einen, ja. Da nicht den nächsten, aber den hier. Die M13 ist halt echt ziemlich broken, ne? Kann man nicht anders sagen. Ja, nice, den habe ich auch noch, aber hier kommen halt alle aus allen Ecken, ne? Aber das waren schon mal nette drei Leute. Die helfen ja alle. Ich brauche nämlich ein paar Kills so mit, halt ohne Aufsätze, die 150 Kills, die man da braucht oder was auch immer. Und die machen wir jetzt so. Und das ist, glaube ich, mit das Nervigste halt immer, dass man halt dann mal ohne Aufsätze spielen muss. Und dann muss man halt von dem, was man so normalerweise gewohnt ist, mit entweder schneller zielen oder ich weiß halt echt nicht, wie die Map aufgebaut ist. Ne? Schneller zielen oder dass man halt, keine Ahnung, auf Long Range mehr macht. Das muss man halt alles erstmal aufgeben für eine Weile. Das zackt schon ein bisschen, ne? Aber das versuchen wir heute. Die M13 wurde gerade erst gebufft, also zum Zeitpunkt, wo ich hier das Video aufnehme. Gerade mal einen Tag her oder sowas, halt das Spread wurde ein bisschen verringert, beziehungsweise halt der vertikale Rückstoß. Ne? Das heißt, die ist relativ genau geworden jetzt. Und ich glaube, der Damage wurde erhöht. So generell, ich finde, das hat sie nicht unbedingt gebraucht. Sie war auch schon vorher extrem stark. Habe ich auch schon vorher mein Video darüber gemacht. Vor allem hier mit Spezialharmonie, einfach unfassbar die Waffe. Aber ich meine, warum nicht? Man beschwert sich ja nicht über einen Buff von einer Waffe, die man eh noch hochspielen muss, ne? Hier, guck mal, das sind halt 2 Sekunden, die ich da brauche. Nicht mal, um den halt aus der Nähe zu killen. Also selbst, das ist ja eigentlich eine AR, ne? Auf Long Range und sowas gemacht, aber funktioniert auch super Short Range. Mit Nahkampf ist damit überhaupt kein Problem. Ist halt echt eine schöne Allrounder-Waffe. Man könnte sogar sagen, jetzt laufe ich da direkt in die Granate rein, ne? Man könnte sogar fast sagen, das ist die neue M4. Die M4 wurde gerade erst genervt zu dem Zeitpunkt hier. Und damit tauschen die quasi beide Plätze. Die haben auch beide genau die gleichen Nerfs und Buffs bekommen quasi. Die M4 macht ein bisschen weniger Damage, macht ein bisschen mehr Rückstoß. Das ist einer von meinen. Die da hinten nicht, da mache ich Chicken Double. Also man sprayt einfach rein und es funktioniert, ne? Hier müssten die jetzt langkommen. Also, die M4 war ja vorher extrem broken und jetzt sollte die ein bisschen gebalanced sein. Dafür ist die M13 halt... Oh, okay, nice, Assist. Reicht mir. Dafür ist die M13 jetzt halt genau das, was die M4 vorher war. Aber ich meine, gefällt mir. Jetzt sieht man hier noch nicht das Beste von der Waffe. Klar, die shreddet auch schon ziemlich, aber ist halt immer noch ohne Aufsätze. Da muss man sich mal vor Augen halten. Also ich kriege dann noch deutlich weniger Rückstoß drauf, wenn ich halt ein bisschen Aufsätze drauf mache. So, da sind wir auch wieder auf 7 gestorben, wie immer. Hätte ich vielleicht nicht so rauspushen sollen, aber ich dachte mir, ey komm, ich bin auf 6. Hab den 7. bekommen, easy peasy. Und der 8. natürlich, wie immer, killt mich. Aber das ist ja der Klassiker, ne? Aber naja, muss man sich nichts draus machen. Ich habe nur hohe Streaks mit, sieht man hier auch gerade. Und alles Angriffsstreaks, ne? Keine Drohne oder sowas. Will hier keine Zeit mit irgendwelchen Mapping verschwenden oder so. Ich will einfach nur Kills haben. Ist zwar alles, muss man halt echt ein bisschen vorsichtig spielen eigentlich, um das zu bekommen. Ja, mal schauen. Das ist halt echt relativ Tryhard-Lobby hier. Ja, guck mal, ich kill den einen. Ich habe leider auf den falschen geaimt. Weil der andere hat mich halt abgeaimt, der hier nicht. Hätte ich mal den anderen abgeaimt, dann wäre das auch was geworden. Aber naja, egal. Richtige Tryhard-Lobby hier. Muss man halt gucken, ob man das will. Ob man da überhaupt richtig was reißen kann. Ich meine, so schlecht läuft es ja jetzt nicht, ne? Gucken. Hier müsste jetzt einer kommen. Ja, dich habe ich gehört. Hat er mich auch gehört? Ich meine, er hat mich ja auch ziemlich krass prefired. Der hier hat mich definitiv gesehen. Und da hinten sind auch noch welche. Ja, der läuft halt direkt an mir vorbei, ne? Und da hinten noch einer und hier noch einer. Ich muss nachladen. Oh, dankeschön, Mate. Echt lieb von dir. Aber das ist halt, da sieht man, habe ich ja schon mal angesprochen, ne? Der einzige Nachteil von der Waffe jetzt auch, vor allem ohne Mac, ohne externes Mac, was ich mir noch drauf backe. Ist halt einfach, die Munition wird sehr, sehr schnell knapp. Ich habe auch Plünderer gerade drauf, glaube ich. Einfach, okay, ich werde gesniped. Einfach, weil ich sonst halt überhaupt keine Muni mehr habe. Ich meine, ich habe jetzt 2, 3 Macs hier, glaube ich. Also 2 Wechselmacs, ne? Und der Rest ist halt, müsste ich halt sonst mit meiner Spezialmuni auskommen oder halt Munitionskiste reinpacken, was ich aber nicht will. Weil, fuck Munitionskiste. Deshalb spiele ich einfach mit Plünderer. Das heißt, ich kann ja einfach dann in die Gegner reinlaufen und kann mir meine Muni ein bisschen zurückholen. Oh Gott, den hätte ich fast nicht gekriegt. Er hat einen Hitmarker gegeben, das ist ganz gut. Die war zwar ein bisschen unnötig, aber egal.
Und ich miss-aim komplett, aber egal. Da sieht man schon, ich hätte jetzt halt gar keine Muni mehr. Und ich sterbe auch, weil der Typ mich da hinten abbammt. Da, den habe ich auch. Man sieht aber schon, ich traue mich manchmal ein bisschen zu viel mit der Waffe. Ich gehe halt echt teilweise offensiv rein, auch wenn die Leute halt einen halben Kilometer weit wegstehen. Oder davon rechts, ja, da kann man ja nicht viel machen. Aber das liegt halt einfach daran, dass ich die Waffe ohne Recoil gewohnt bin. Einfach mit den ganzen Aufsätzen, die man draufhauen kann, da hat die dann halt wirklich, das ist dann halt einfach ziemlich broken. Da hat man dann überhaupt kein Recoil mehr. Das sieht man auch schon so, ist schon ein bisschen, ne? Also die wackelt schon ein bisschen. Da habe ich nochmal schön zwei. Nochmal einen blutrünstig. Und dann nochmal Double. Jetzt sind wir wieder auf 7. Mal schauen, ob wir die 8 voll kriegen. Jetzt haben wir die 8 voll gekriegt mit dem Vitol. Schauen wir doch mal, wo wir den draufsetzen können. Da wollte mich einer killen, ja. Hahaha. Aber den habe ich trotzdem noch gekriegt, weil die Waffe halt echt ziemlich broken ist, ne? Vitor hier bringt leider, glaube ich, nicht ganz so viel, weil die Map ziemlich closed ist. Aber naja, ne? Ich meine, ich freue mich, dass ich den habe. Hier den No-Scope gekriegt noch und ich werde von hinten weggesniped wieder, weil da einer steht. Da, den da hinten haben wir auch. Königshütter sogar. Keine Ahnung, wer von denen da oben ist. Aber läuft halt echt, ne? Hier noch ein. Okay, ich glaube, wir sind hier gerade hinter feindlichen Linien. Das heißt, ja, hier ist noch einer. Oh, ich sollte mal nachladen, ne? 3 Schuss. Die Waffe ist halt echt schnell, ne? Ich habe die in meinem Video, wo ich die vorgestellt habe, ein bisschen mit einer MP verglichen. Und umso mehr ich die spiele, umso mehr, denke ich, passt das auch, weil man kann halt echt mit der rumrennen. Ich meine, ich habe gerade keine Aufsätze drauf. Also ich habe nichts, was das begünstigt. Ich habe jetzt halt auch nichts, was... Ups, da habe ich ein bisschen veraimt. Ich habe jetzt halt auch nichts, was die Zielgeschwindigkeit irgendwie höher macht oder sowas. Gut, da war noch einer, schade. Aber die geht halt trotzdem richtig rein. 42 Kills in der Runde. Pff, ne? Mein Vito hat 2 davon gemacht oder sowas. Wir haben sogar noch gewonnen. Da ist noch einer. Komm. Schade. 42 Kills für die erste Runde. Unfassbar nice. Das ist schon mal bestimmt... Ja, ich habe sogar Play of the Game hier ohne Aufsätze. Alles easy. Hätte ich da 50 Schuss gehabt, hätte ich halt noch leichter meinen Streaks bekommen. Aber definitiv richtig nice. Freue ich mich schon, die Waffe jetzt auf Gold zu spielen. So, wir sind jetzt fast fertig mit allen Tarnungen. Es fehlt bloß noch Splitter und zwar 17 Abschüsse auf Long Distance. Das ist halt ziemlich abfuck, weil mit der AR muss man halt wirklich, wirklich weit wegstehen. Aber egal, ich hole mir jetzt noch einen Matron und dann machen wir das und versuchen halt mal im normalen Quickplay oder halt Hardcore oder so einfach mal von richtig weit weg die ganzen Abschüsse noch zu holen. Wenn wir das fertig haben, dann die Schädel, alles fertig, ne, dann müssen wir auch Gold haben. Und dann probieren wir auch mal aus, wie sich die Goldtarnung so spielt. Ich brauche halt noch ein paar Longshots oder so, ne? Da ist einer, nice. Dann habe ich die Waffe hier auch auf Gold. Ich habe einfach dreimal den drüber geschossen. Ist ja richtig für die Golddinger. Ne, ich brauche Content. Aha, stimmt. Da ist noch einer. Und auf 5er Killstreak, nice. Ich hab gerade auf dieser Haufen. Noch ein Fernkämpfer, nice. Fernschuss sacken halt, weil ich sitze die ganze Zeit in einer Ecke und hoffe, dass da hinten bei dem einzigen Spot, wo halt wirklich der Fernkämpfer zählen würde. Er hat einfach gerade einen Friendler-Counter-UAV erspielt, indem er einfach ein Auto in die Luft gejagt hat, was komplett die Gegner-Team mitgerissen hat. Boah, ich hab einen Kill. Das sollte meiner sein. Vergessen. Noch ein Kill. Ja, nur ein Assist, du Wichser. Ja, Fernkämpfer, nice. Noch ein Kill. 3 noch übrig. Ja, zählt nicht als Fernkämpfer, aber ich meine, der war auch nah dran. Zählt das als Fernkämpfer? Nein, auch nicht. Okay. Das zählt doch als Fernkämpfer, oder? Nein, auch nicht. What? Fernkämpfer? Das war ein Fernkämpfer? What? Der war ungefähr 2 Meter vor mir. Er sitzt in der Tür, kriegt die Tür in die Fresse, juckt ihn nicht. Weil er mir halt einen Headshot gegeben hat. Ja. Weißt du... Headshot Multiplier wurde erhöht. Echt, Alter. Ja, ne, das ist der Damage Buff, der gemacht wurde. Fernkämpfer, nice. Alter. Boah, noch ein Fernkämpfer. Ich glaube, mir fehlt nur noch einer. Oh, komm, ich muss noch einen Kill. Nee, ich hab's geschafft. Oh, Gold freigeschaltet. Nice. Nice. Richtig motiviert. Hast du schon gespawnt? Ja. Ach, schau mal. Hübsche Pistole. Nice. Ja, wunderschön. Sieht halt auch richtig gut aus, ne?
Also Gold finde ich jetzt echt eine der besten Tarnungen so überhaupt. King Assist. Aus meinem Leben. Durch seine eigene Smoke. Boy, outplayed. Nochmal durch die eigene Smoke. Tja, jetzt ganz schön. Boah, Junge. Gefickt. Lol. Ich hab ihn halt aufgelaufen. Bloodthirsty. Nice. Aus der Hüfte ist so ungenutzt. Nein, fuck, ich war auf dem Vita und dann hab ich gesackt. Das tue ich jetzt schon ein bisschen sehr eklig. Oh, ich hab ihn noch gekriegt. What? Nice Double Kill. Wieder auf Blutrünstig. Hab ihn. Der Junge, der hat da einfach ewig gekämmt. Ja. Ich bin da schon wieder. Double. Wow. Danke, Teammate, Alter. Die Waffe hat einfach geschreddelt. Ey, nice, Double. Und Triple. Weil der da einfach so rumstand. Oh, und nochmal Double. Wow. What? Ey, nice. Boah, Junge, die Waffe shreddet so, wenn man halt Headshots trifft, ne? Nochmal Headshot. Der Typ, what? Ich hab den No-Scope bekommen und hier kommt noch ein Mate lang. What? Ah, wir haben Spawn Switch, okay. Okay. Nochmal. Oh, das war sogar Last Kill. Nice. Guck mal, ich hab einfach die meisten Punkte, einfach weil ich eine Drohne gespielt habe. Und ich hatte eigentlich fast die ganze Zeit eine Drohne. Ich nicht. Ey, sogar best Play, what the fuck? Nochmal schöne Runde zum Abschluss jetzt für Goldtarnung, Mann. Ja. Auch wenn ich da einfach nichts gemacht habe, außer rum zu sliden und zu gucken, ob da irgendwelche Gegner campen. Nice, gute Waffe.